Hallo Welt, wir sind Anonymous. Seit einiger Zeit wird auf diversen sozialen Netzwerken ein Zeitungsausschnitt gepostet. Wir zitieren: Deutschland lehnt ACTA-Vertrag ab. Berlin: Deutschland wird das umstrittene internationale Urheberrechtsabkommen ACTA nicht unterzeichnen. Das Bundesjustizministerium meldet Bedenken an. Dieser Zeitungsbericht ist nicht vollständig gepostet worden von diversen Leuten und hinterlässt den Eindruck, dass ACTA endgültig vom Tisch sei. ACTA ist leider immer noch nicht vom Tisch. Deutschland hat den ACTA-Vertrag vorerst nicht unterzeichnet, was, wie wir meinen, rein taktische Hintergründe hat. Ein offizielles Statement von Angela Merkel steht immer noch aus. Liebe Frau Angela Merkel, Sie sind verpflichtet, uns ernst zu nehmen, Sie sind verpflichtet, unsere Stimmen zu hören und anzunehmen. Denn auch wenn Sie und einige andere Politiker meinen, dass Sie die Macht haben, zu schalten und zu walten, wie Sie das wollen, liegen Sie grundauf falsch. Wir sind das Volk, wir sind die Macht. Und wir werden alles daran setzen, dass Sie, werte Frau Merkel und Ihre Kollegen, dieses nie wieder in Frage zu stellen wagen. Wir sind Anonymous, wir sind viele, wir vergeben nicht, wir vergessen nicht, erwartet uns.